So, ich beginne die Eröffnung mit Musik. Dafür bin ich ja hier. Und das erste Stück, was ich spiele, ist von einem brasilianischen Komponisten, Heitor Villa-Lobos. Ihr kennt das sehr wahrscheinlich kaum jemand. Aber in Brasilien ist das der bekannteste und gefragteste Komponist. Man kann sagen, wie bei uns Mozart oder Beethoven. Und das Besondere an ihm ist, dass er halt brasilianische Folklore-Musik mit klassischer Musik verbunden hat. Und von ihm ist also ein Stück, das nennt sich einfach Choro. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum ersten Mal hier in dieser neuen Kindertageseinrichtung. Mein Name ist Hans Söbert, ich bin Diakoniepfarrer im Kirchenkreis Leverkusen.
Geschäftsführer des Kirchlichen Verbundes evangelischer Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis. Wenn man etwa so vor einem, so anderthalb Jahren hier an dieser Stelle im Burgweg vorbeigekommen wäre, was hätte man dann hier sehen können? Schrebergärten, vielleicht ein paar alte Gebäude, möglicherweise erste Anzeichen einer Baustelle, aber das wäre es gewesen. Keine Spur von dem, was wir heute hier sehen. Heute stehen wir hier in diesen schönen Räumen und feiern miteinander die Inbetriebnahme dieser neuen Einrichtung. Die Gruppenräume sind eingerichtet, Sie können sie sicher gerne gleich auch ansehen. Der Garten draußen lädt zum Spielen ein. Die Kinder haben ihre erste Woche hier in der Einrichtung bereits hinter sich, die Mitarbeiterinnen auch. Die jüngste Einrichtung unseres Kita-Verbundes hat ihren Betrieb erfolgreich aufgenommen. Und es ist wirklich erstaunlich, was da in wenigen Wochen und Monaten geschaffen worden ist. Dafür haben wir zu danken und danken wir gerne der Stadt Leverkusen, Politik und Verwaltung, die uns diese Einrichtung anvertraut haben. Heute hier vertreten durch Herrn Kentrup als Bezirksvorsteher und durch Frau Hilden als Leiterin des Fachbereichs Jugendamt, Fachbereichs 51, der Wohnungsbaugesellschaft Leverkusen, die diese Einrichtung gebaut und geplant hat, vertreten durch Herrn Hus, Herrn Altenbach und Herrn Heinzel, der Firma Hochtief bzw. ihrer Rechtsnachfolgerin, die uns im Bau und im laufenden Betrieb unterstützt. Von dort kommen, so wie ich gehört habe, die Herren Kuto und Schubert. Und dann schließlich der evangelischen Kirchengemeinde Rheindorf, die mit uns gemeinsam als Kooperationspartner in der religionspädagogischen Arbeit hier im Haus zusammenarbeitet. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Merzen. Und heute hier als Vertreterin des Superintendenten Gerd Lörken, Frau Pfarrerin Zapmanke. Dafür danken wir natürlich dann aber auch unseren Kolleginnen hier im Haus, die ihre Arbeit unter ihrer Leitung, Frau Lüders, aufgenommen haben. Und wir freuen uns, dass einige der Eltern, die uns ihre Kinder anvertraut haben, heute ebenso hier sind wie manche aus der Nachbarschaft. Mit der Übernahme dieser Einrichtung geht auch der Kita-Verbund ein Stück einen neuen Weg. Zum ersten Mal übernehmen wir nicht eine bestehende, bereits in Betrieb befindliche Einrichtung, sondern bauen eine neue Einrichtung von Anfang an auf. Wir sehen das unsererseits als Chance und als Akt des Vertrauens. Als Chance, hier einen sichtbaren Beitrag zu leisten, Kinder in ihren ersten Lebensjahren pädagogisch zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen, ihnen ein Stück Orientierung und Vertrauen zu vermitteln, deutlich zu machen, was christliche Bildung und Erziehung heute in unserer Gesellschaft zum Gelingen des Lebens beitragen kann. Und das geschieht ja ganz alltäglich. Im Miteinander in der Einrichtung, in der Beachtung der Würde des einzelnen Kindes, genauso auch wie in der Gestaltung des Zusammenlebens in der Gruppe. Und natürlich in enger Abstimmung mit den Eltern. Dies so deutlich zu machen und zu leben, ist uns ein entscheidend wichtiges Anliegen. Und vielleicht gelingt es auf diesem Weg, ein Stückchen eine Ahnung davon zu vermitteln, dass dahinter für uns Gottes wertschätzende Zuwendung und aufbauende Zuneigung zu uns Menschen steht, mit der Kinder auch heute groß werden und die Orientierung und Halt bieten kann für Groß und Klein. Zugleich aber lösen wir damit auch den gesetzlichen Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung ein Stück hier in Leverkusen um. Und wir sehen uns darin dann auch nicht isoliert, sondern in einem lebendigen Miteinander und Austausch mit anderen hier in Rheindorf und darüber hinaus.
Insofern ist es auch ein schönes Zeichen, dass wir diesen Tag heute in so großer Runde miteinander feiern können. Einige Menschen möchten uns dazu ihrerseits noch etwas mit auf den Weg geben. Wir hören daher zunächst Herrn Kentrup in Vertretung des Oberbürgermeisters für die Stadt Leverkusen, für die politische Seite. Dann Frau Zapf-Mankel für den Kirchenkreis. Nach einem kurzen musikalischen Zwischenstück Frau Hillen als Vertreterin des Fachbereichs der Verwaltung und Herrn Merzen als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde, bevor dann, last but not least, die Leiterin der Einrichtung den Reigen beschließt. Zugleich, zwischendurch, wir haben es eben auch schon am Anfang gehört und am Ende, hören wir Sie, Herrn Seehausen von der Musikschule Leverkusen. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen und Ihnen danken, dass Sie heute hier mitwirken. Sie haben ein bisschen eine Einleitung gegeben zu dem, was wir hören, das werden wir dann auch gleich bei den beiden anderen Stücken hören. Anschließend natürlich sind Sie alle herzlich eingeladen, bei einem Glas Sekt, einer Tasse Kaffee und ein bisschen was zu essen, hier noch ein Miteinander ins Gespräch zu kommen, sich die Einrichtung anzuschauen und mit uns zu feiern. Herzlichen Dank. Ja, werte Frau Lüders, verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pfarrer Hörer, es ist mir schon eine Freude, hier heute den vierten Kinderjachten, den ich in diesem Monat besucht habe, eröffnen zu dürfen. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Stadt Leverkusen zu dieser Einweihung hier am Borschweg. Wir haben uns ja am Borschweg recht schwer getan am Anfang, wenn ich mir überlege, was hier alles für kleine Einsprüche kam. Aber wenn Sie in diesen Tagen in Leverkusen mit Verantwortlichen der Kinderbetreuung sprechen, dann hören Sie den einen oder anderen befreiten Seufzer geschafft. Die Stadt Leverkusen erfüllt die gesetzlich vorgeschriebene Quote von Kinderbetreuungsplätzen für unter Dreijährige. Und in dieser Woche wurden insgesamt 6 neue Kindertagesstätten eingeweiht. Da würden andere Städte Halleluja machen. Ich spreche hier zu Menschen, die den Prozess über die letzten Jahre intensiv verfolgt haben, beziehungsweise auch aktiv mitgetragen haben. Ich brauche nicht zu erklären, dass die Kindertagesstätten nicht von einem Tag auf dem anderen entstehen. Die heutige Feierstunde ist nur möglich, weil zahlreiche Einrichtungen ihre Kräfte gebündelt haben, um die gesetzlichen Vorgaben in unserer Stadt zu erfüllen. Die politischen Gremien, die beteiligten Fachbereiche der Stadtverwaltung und die Wohnungsgesellschaft Leverkusen als Partner dieses sogenannten ÖPP-Projekts, das heißt Projekt von öffentlicher privater Partnerschaft mit einem Finanzvolumen von rund 24 Millionen Euro. Nicht zu vergessen die Baufirmen, die hier aktiv waren. Ich möchte mich bei allen für ihre geleistete Arbeit auf herzensrechtlicher Weise bedanken. Wenn Sie sich heute hier umsehen, dann werden Sie feststellen, dass dieser Neubau weit mehr ist als ein reiner Zweckbau, der gerade einmal gesetzliche Vorgaben erfüllt. Dies ist ein Ort, an dem die Jüngsten unserer Gesellschaft ihre ersten Lebensjahre verbringen werden und ihre ersten Schritte tun, wo sie ein Teil der Heimat werden, Geborgenheit finden, wo sie Anregungen für Entdeckungen erhalten, sich still beschäftigen können und auch einmal herumtoben dürfen. Es geht um die bestmöglichste Versorgung der Kinder und damit um die Zukunft unseres Gemeinwesens. Diese Kindertagesstätte entspricht den modernsten Ansprüchen an eine bedarfsgerechte Betreuung. Als Stadt haben wir den exzellenten Standard leider nicht in allen neuen Einrichtungen anbieten können. Doch Containerlösungen, wie sie in anderen Städten, konnten wir vermeiden. Darauf sind wir ein bisschen stolz. Das sage ich als Repräsentant der zuständigen Bezirksvertretung. Gleichzeitig als Ratsmitglied und ich bin ja auch noch Gesellschafter in der WGL, die ja hier die ganze Sache nach vorne getrieben haben. Und da muss ich der Geschäftsführung wirklich ein Lob aussprechen. Überall höre ich eigentlich nur positive Daten und Freude bei den Eltern. Und man merkt das auch schon an den Kindern. Ich war den ersten Kinderjahren, die ich gesehen habe, der kam mir so recht kalt vor. Ich bin eine Woche später reingegangen, da haben sie schon die Wärme gespürt. Also es tut sich schon einiges in Leverkusen.
freue mich nun, Ihnen, Herr Hörold, als Geschäftsführer des Kita-Verbundes der Evangelischen Kirche die Trägerschaft für dieses funkelnare neue Kindertagesstätte zu übertragen. Und Ihnen, Frau Lüders, und Ihrem Team wünsche ich alles Gute für Ihre Arbeit in Ihrer neuen Einrichtung. An Ihnen liegt es, diese Räume mit Leben zu erfüllen. Dann kriegen Sie schon hin. Und eine gedeihliche Atmosphäre schaffen, dass die Kinder gut auf dem Weg ins Leben begleitet werden. Ihnen und allen künftigen Generationen wünsche ich viel Glück in diesem neuen Haus. Sie haben gesehen, das Wetter ist top. Der Wind weht durch den Haaren, das ist auch angenehm. Und wenn Sie jetzt hinter sich greifen, da liegt so ein Paket, da brauche ich dann nicht hingehen. Nehmen Sie das mal in der Hand, da holen Sie mal raus. Das ist eine kleine Aufmerksamkeit vom Bezirk. Ein Buch über die Stadt Leverkusen für Kinder. Herzlichen Dank. Und ich wünsche, dass Sie dann mit den Kindern alles schön fleißig durcharbeiten. Und wenn Sie dann am Ende Ihrer Laufbahn hier im Kindergarten sind, dann werden wir nochmal kontrollieren. Gegriffen. Ich wünsche Ihnen viel Glück in Ihrer Einrichtung. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, ich darf Sie herzlich begrüßen, heute nicht als Pfarrerin dieser Kirchengemeinde und Kollegin von Hans-Gerd-Merzen, sondern in Vertretung von Superintendent des Kirchenkreises, Pfarrer Gerd-René Lörden, der leider heute nicht anwesend sein kann. Der Superintendent vertritt den evangelischen Kirchenkreis und der ist ebenfalls beteiligt im Verbund der Kindertagesstätten im Kirchenkreis Leverkusen. Ich finde diese Kita Burgwerk, Burgweg ist ein ganz toll, wunderbares Beispiel und Ergebnis von, das kann man nicht oft genug sagen, von Netzwerkarbeit. Nicht wahr? Ohne den Fachbereich 51 für Kinder- und Jugendfrau Hillen, ohne ihre Mithilfe, ohne die Mitarbeiter WGL, auch hochtief, wie ich hörte, ohne den Kita-Verbund und natürlich auch unsere Kirchengemeinde Rheindorf, gäbe es diese Kita nicht. Aber auch ohne Frau Lüders, die die Leitung innehat, ohne alle Mitarbeitenden und last not least, ohne die Eltern und Kinder, wäre die Kita nutzlos. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall und heute geht es um die Inbetriebnahme. Ja, ich habe deshalb Ihnen, liebe Frau Lüders und Ihren Mitarbeitenden, etwas mitgebracht, ein Symbol, einen Schlüssel. Er ist ein besonderer Schlüssel. Er hat nicht nur die Farbe Rot, aber er hat im Schlüsselkopf ein Gesicht. Zwei Augen und einen lachenden Mund. Und ich möchte Ihnen diesen Schlüssel nachher überreichen. Ich denke, mit diesem Schlüssel kann man nicht die Türen der Kita hier aufschließen, aber vielleicht ein bisschen die Herzen der Kinder und auch etwas die Gesichter zum Leuchten zu bringen. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls. Und die Gesichter all der Kleinen hier im Hause, denn hinter jedem Gesicht verbirgt sich ja auch eine eigene Persönlichkeit. Auch wenn das Kleinste 10 Monate alt ist. Und der Älteste, glaube ich, habe ich eben gesehen, 5 Jahre. Ne? Ist, glaube ich, im Moment der Älteste. Ja. Ich wäre auch nicht Pfarrerin, wenn ich nicht noch nach einem Bibelwort gesucht hätte. Da habe ich ihn als mitgebracht aus dem Matthäus-Evangelium 16, Vers 19. Da heißt es, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und Jesus hat das zu seinem Freund Petrus gesagt. Und wir als Nachfolger Christi sind ja alle auch Freunde von Jesus. Also es ist auch uns gesagt, ich will dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Wir sind alle aufgefordert, den Kindern den Schlüssel zum Himmelreich zu ermöglichen. Und das Himmelreich fängt eben klein an, wie ein Senfkorn, wie ein kleines Kind. Und als Kirchenkreis und Kirchengemeinde wollen wir Sie dabei gerne unterstützen bei dieser wertvollen Arbeit mit den Kindern. Und ich wünsche Ihnen dabei vor allem Ihnen, den Mitarbeitenden, viel Kraft und Gottes Hilfe. Und wenn ich Ihnen den Schlüssel als Symbol zu dem Zugang der Kinder und ihren Gesichtern übergebe, dann möge Gott Ihnen immer einen rettenden Einfall geben, wenn Sie es brauchen. Alles Gute. Herzlichen Dank. Ja, als ich gefragt worden bin, hier diese Veranstaltung musikalisch zu umrahmen, ja, da denkt man natürlich drüber nach, Kindergarten, was kann man da spielen? Und da fiel mir ein, früher gab es ja noch Kinderstunde im Fernsehen, gibt es heute schon gar nicht mehr. Und so in den 80ern, vielleicht auch noch 90er Jahren, weiß ich nicht mehr ganz genau, wenn die Kinderstunde zu Ende war, ich glaube vom NDR wurde das immer gemacht,
kam immer ein Heißluftballon, ein gemalter Heißluftballon, der flog so ganz langsam durch das Bild. Und da war immer eine Gitarrenmusik dabei, von einem norddeutschen Gitarristen. Und das Stück möchte ich gerne vorspielen. Das Stück hat einen ganz eigentümlichen Namen, Das Loch in der Banane. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tageseinrichtung, liebe Eltern und Kinder, sehr geehrte Gäste. Zunächst möchte ich Ihnen die Grüße des Beigeordneten Herrn Adomat übermitteln, der leider heute terminlich verhindert ist und nicht teilnehmen kann. Aber er wünscht der Kita alles Gute und natürlich auch viel Erfolg in ihrer Arbeit. Ja, von der Idee zum Plan, vom Plan zum Gebäude, vom Gebäude zur fertigen Tageseinrichtung für Kinder, war es ein langer Weg. Viele haben daran mitgearbeitet, dass wir heute in dieser schönen neuen Tageseinrichtung des Evangelischen Kita-Verbundes stehen können, sowohl fachlich als auch politisch. Dazu gehört natürlich vor allem die WGL, die nicht nur diese Kita, sondern alle 10 neuen Tageseinrichtungen für Kinder in Leverkusen gebaut hat. Für die Realisation dieses Bauvorhabens konnte die Firma Hochtief jetzt Spieß gewonnen werden. Ihnen, Herr Muß, Herrn Heinzel und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Baufirma ganz herzlichen Dank dafür. Danken möchte ich aber auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Herrn Mark und vor allem Frau Jarosch und Herrn Altenbach von der WGL, denn die haben in der Planungs- und Bauphase dieses Bauvorhaben begleitet und ich glaube, viele große und kleine Probleme im Verlauf gelöst miteinander, mit den Baufirmen, mit dem Träger. Dafür herzlichen Dank. Ihnen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich bei Ihrer Arbeit ein gutes Gespür für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder. Eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, die Ihnen Ihre Kinder anvertrauen. Und starke Nerven, die alltäglichen Belastungen, vor allem manchmal auch den hohen Lärmpegel, gut zu ertragen. Den Kindern und Eltern wünsche ich, dass sie sich aufgehoben und angenommen fühlen und Spaß im gemeinsamen Miteinander haben und dass die Kinder hier auf ihrem Weg ins Leben bestmöglich gefördert und begleitet werden. Ihnen allen wünsche ich gutes Gelingen und Gottes Segen. Vielen Dank. Ich nehme das auf mit dem Bibelwort. Wenn ich hier als Pfarrer stehe, muss ich Ihnen natürlich auch ein Bibelwort mitbringen, tue ich gerne. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freuet euch.
So hat es der Paulus den Philippern mit auf den Weg gegeben. Und ich denke, wenn nicht heute, wann dann, gibt es einen Grund, sich zu freuen, wenn wir hier diese neue Einrichtung einweihen, ganz offiziell. Und ich habe den Eindruck, es ist eine ganz tolle Einrichtung und wir haben hier ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und Freude und gespannte Erwartung, das ist so ein bisschen das, was mich jetzt auch im Augenblick ausfüllt. Und Freude ist auch das, was ja, uns eigentlich erstmal ausgefüllt hat, als wir angesprochen worden sind vom Verbund. Ja, könnt ihr euch vorstellen, hier als Kirchengemeinde die religionspädagogische Begleitung zu übernehmen? Erst einmal Freude und auch ein Stück weit, ja, sowas wie... Ja, Anerkennung schön, die haben an uns gedacht, das könnte eine ganz tolle Geschichte werden. Und dann auch wieder, ja, können wir dieser Verantwortung eigentlich gerecht werden? Wie kann das gehen? Das heißt, wir haben uns die Entscheidung, dazu Ja zu sagen, gar nicht so leicht gemacht. Dann haben wir im Presbyterium wirklich überlegt und haben uns auch eine Struktur überlegt, wie wir die Begleitung dieser Kindertagesstätte dann realisieren wollen. Und ich finde es sehr schön, dass das eben halt dann nicht nur auf meinen pfarramtlichen Schultern liegen soll, sondern dass wir mit der Frau Nallhöfer, die irgendwo hier ist, auch jemanden aus dem Presbyterium mitbestimmt haben, der noch die Verantwortung mit übernehmen soll und auch den Kontakt von Seiten des Presbyteriums hier zur Einrichtung halten soll. Ja, und wir haben natürlich auch überlegt, wie kann sowas passieren, wie kann so eine Kooperation dann gelingen, haben über unsere Erwartungen gesprochen und die haben wir natürlich dann gleich auch schon ein wenig ins Gespräch gebracht. Die Frau Lüders nickt wissend, wir haben ja erste informelle Gespräche auch schon geführt, so über das, was diese Zusammenarbeit dann letztendlich lebendig machen kann und ausfüllen kann und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird und damit verbinde ich und ich denke, das kann ich glaube ich für das Presbyterium, für die Kirchengemeinde sagen, wirklich die ganz, ganz große Hoffnung, dass wir ein intensives, gutes Vertrauensverhältnis zueinander aufbauen werden, dass diese Kindertagesstätte, auch wenn sie natürlich vom Verbund getragen ist, trotzdem spürbar auch eine Rheindorfer Kindertagesstätte mit Blick auf unsere Rheindorfer Gemeinde werden wird und dass die Kindertagesstätte mit Blick auf die Eltern und die Kinder natürlich dann auch einen Zugang findet zu unserer Gemeinde und natürlich auch zu unseren Räumlichkeiten. Und dass da ein lebendiger Austausch stattfindet. Das ist mein Wunsch, das ist meine Hoffnung. Und so kann ich eigentlich dem nur anschließen, dass ich davon ausgehe. Ja, ich habe da ein ganz, ganz großes Vertrauen, dass Gott auf dieses Vorhaben auch seinen Segen legen wird. Und dass es uns gelingen wird zum Wohle der Kinder, zum Wohle der Eltern und zum Wohle der Mitarbeiter und der ganzen Gemeinde, da eine ja, wirklich auch gute Zusammenarbeit hinzubekommen. Und ich freue mich sehr darauf und ich denke, das werden ganz, ganz spannende, ja, hoffentlich viele Jahre miteinander werden, die wir hier miteinander kooperieren. In dem Sinne, uns alles Gute und Gottes Segen. Jetzt kommt meine Aufgabe, ne? Reden ist ja nicht so meins, von einer großen versammelten Mannschaft. Aber mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, wie glücklich ich mich schätzen darf und kann, ein neues Haus leiten zu dürfen, an dem Aufbau beteiligt zu sein, so viele nette Menschen auch in so kurzer Zeit kennenzulernen. Und wir sind am Mittwoch mit den Kindern in zwei Gruppen haben wir angefangen, sind gestartet. Das läuft reibungslos, wir haben tolle Eltern, tolle Kinder. Und letztendlich muss ich sagen, ich habe auch ein ganz tolles Team gefunden. Das ist ja, glaube ich, erstmal so die Grundbasis, weil das muss funktionieren, damit alles andere funktioniert. Ja, ich finde es selber ganz bereichernd, auch einen Kooperationspartner von der evangelischen Kirche zu haben. Ich habe mich bewusst auf eine evangelische Einrichtung auch beworben. Ich bin auch vorher in einer evangelischen Einrichtung gewesen, also das ist schon auch so mit einem gewissen Sinn gewesen. Beobachte, dass jeden Tag Eltern ihre Kinder anmelden und denke, wir werden relativ schnell auch die beiden anderen Gruppen gefüllt haben. Und eigentlich kann ich mich nur bedanken bei der Zusammenarbeit, bei allen Menschen, die mich jetzt auch unterstützt haben, die mich beraten haben. Ja, und kann mit den Worten schließen, lasst die Kinder zu uns kommen. Wir freuen uns, wenn wir alle jetzt noch etwas essen und ein bisschen was trinken.
trinken und wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen. An so einem Tag sollen die Kinder nicht zu kurz kommen. Ah. Die wollen. Willst du mal in der Gruppe Bescheid sagen? Ihr dürft mal das Geschenk auspacken. Und mal die anderen Kinder. Ja. Jetzt aber schnell. Das muss sein. Genau. Eben fragte einer, haben wir Geburtstag? Wie erklärt man Einweihung einem Kind? Geburt eines Hauses. Geburtstag des Hauses. Genau. Ja, ist schon mal so ein fester Termin, ne? 7. Februar nächstes Jahr eine Feier, ja, hast du einen Geburtstag. Das ist für die Kita, ne? In Verbindung gesetzt, Spanien, deswegen ist das letzte Stück auch aus Spanien. Aus Südspanien, Andalusien, heißt also Flamenco. Und ich spiele ein Fandango, stammt ursprünglich aus der Stadt Huelva. Das ist also quasi im Westen von Andalusien. Thank you.
Also ich darf Sie wirklich herzlich bitten, noch was zu essen und zu trinken. Kaffee, Sekt, das ist alles da. Ach, das ist nicht gut. Ich muss das mit anstoßen, mal ganz offiziell.